Einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass ich heute hier sprechen darf. Und mein Vortrag, der ist so ein bisschen mehrteilig, sage ich mal. Der fängt mit ein paar Slides an. Dann wird es sowas wie eine Live-Interaktion geben. Und gleichzeitig wird es da drüben dann auf dem Flipchart was ganz Klassisches so mit Sticky Notes und so geben. Ich hoffe, dass das Spaß macht. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Genau, und damit fange ich an. Mein Name ist Daniel Rötler. Ganz kurz, warum spreche ich hier? Ich wurde gefragt, das hat mich sehr gefreut, ob ich hier sprechen möchte, habe ich ja gesagt. Und der Hintergrund ist, ich habe schon vor einer ganzen Weile mit AI angefangen, relativ früh, 2016 hat es bei LogMeIn angefangen. Dann war ich bei Understand für Produkt zuständig, was auch eine AI-Company ist und dann in 2023 eine neue Firma gegründet. Und in 2016 bei LogMeIn haben wir damals zwei Sachen gemacht, zusammen mit Klaus. Das eine ist Speaker Separation. Das ist, wenn man versucht, einen Fingerabdruck der Stimme zu erzeugen und dann, wenn jemand am Mikrofon spricht, einen Namen zuzuordnen. Das war bei GoToMeeting ganz interessant, weil dort hat man oft die Situation, dass man ein Mikrofon hat und viele Leute am Tisch. Und jetzt wäre es mega cool, wenn man den Leuten auf der anderen Seite sagen könnte, jetzt spricht gerade A oder jetzt spricht gerade B. Hat leider nicht so gut geklappt. Und dann haben wir noch was anderes gemacht. Das kennt ihr alle, das benutzt ihr wahrscheinlich täglich. Wir haben Background Blurring eingebaut in die GoToMeeting. Das war damals brand new. Das gab es von den anderen großen Herstellern noch nicht. Es war gerade im Kommen, wir haben das auch gebaut. Was spannend ist in dem Zusammenhang, das gab damals nicht viel. Also wir haben mit TensorFlow gearbeitet, wir haben Keras oben drauf gesetzt, es gab keine öffentlichen Daten, es gab keine Labeling-Tools, es gab nichts wie Weights and Biases. Das war, PyTorch war in der Version 0 irgendwas veröffentlicht. Das heißt, es war wirklich back to the roots. So, und dabei ist offensichtlich geworden, hey, Daten sind das Ding, man braucht Daten. Also, nächster Schritt, ich habe bei Understand angefangen und Understand hat automatisierte Labeling-Pipelines gebaut. Und darum ging es um die Idee, das ist ja wahnsinnig viel Aufwand, Daten zu labeln, also Daten zu beschreiben, zu sagen, da ist ein LKW, da ist ein Auto, da ist ein Fußgänger. Wie kann man das automatisieren? Wie kann man hier Zeit und Geld sparen? Weil das braucht man, um AI voranzubringen. Und um das ein bisschen anschaulich zu machen, das ist so eine Szene aus New York. Das ist von der In-Car-Cam. Und was man hier sieht, sind Boxen um Autos außenrum. Ich finde immer besonders spannend diese Box, weil die zeigt nämlich dieses Auto, die nimmt auch eine Größenabschätzung vor und da ist tatsächlich ein Auto und das Ganze da eben liegt da drüben auch. Und die Anforderung ist eben, dass man solche Geschichten erkennt, zuverlässig, idealerweise automatisiert, auf Millionen von solchen Frames. Und das ist das, worum wir uns gekümmert haben damals. Da war die Technologie schon deutlich weiter, dort gab es vernünftige Frameworks, dort gab es öffentliche Datensätze, mit denen man arbeiten konnte und die entsprechende Technologie, zum Beispiel für Tuning-Geschichten und sowas. Genau. Und dann ist 2022 was passiert, sage ich mal. Ne? Da ist AI Mainstream gegangen. Da saß ich im Café, meine Tochter hat Geige gespielt und ich habe auf meinem Handy ChatGPT ausprobiert. Und da war ich so begeistert, dass ich meiner Frau geschrieben habe, die Welt verändert sich gerade. Und ich war nicht alleine, das hat über Nacht, literally, haben Millionen von Leuten haben, gepromptet und haben angefangen, das Zeug zu benutzen. Und OpenAI hat tatsächlich 100 Millionen User in 2 Monaten abgeholt. Das ist sensationell. Das hat TikTok nicht geschafft, das hat Insta nicht geschafft. Und es ist die größte Adoption Rate, die jemals gesehen wurde in den letzten 20 Jahren. So, und dann habe ich meinen Job gekündigt und eine Firma gegründet. So, und die Frage ist jetzt, also deswegen spreche ich hier, ich habe hier ein bisschen Historie. Und die Frage ist, was passiert mit Software Engineering, wenn diese Technologien rauskommen? Und da hat jemand was gesagt, der André Carpati, von dem sind wir große Fans. Und er hat gemeint, the hottest new programming language is English. Und damit bringt er das auf den Punkt. Aber sowas von. Man kann natürliche Sprache benutzen, um zu programmieren. Und das hat eine unglaubliche Macht, sowas. Und da schauen wir uns jetzt an, was das bedeutet. Und davor die Frage. Wenn man jetzt natürliche Sprache benutzen kann, braucht man dann weniger von diesen Software-Ingenieuren. Gucken wir mal. So. Und hier ist ein Beispiel. Das hat der Stefan letzte Woche gepromptet. Er hat nämlich so ein Diagramm gebraucht hier. Und da hat er Claude verwendet. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob jeder von euch Claude kennt. Das ist ein Konkurrent zu
AI, ChatGPT. Und das ist so ein Mermet-Diagramm. Und das zeigt ganz nett so einen Ablauf, dieses Sequenzdiagramm. Und das hat sich erstellen lassen aus so einem kleinen Prompt hier oben. Und dann kommt da so ein wunderbares Ding raus. Und davor hat er nachgefragt, hey, Claude, kannst du überhaupt Mermet? Und dann hat Claude gesagt, ja, und dann das beschrieben. Und dann kommt was raus, was schon ziemlich brauchbar ist, in ganz kurzer Zeit. Das ist wunderbar. Und wenn wir das anschauen, es gibt natürlich noch mehr außer nur Claude und OpenAI, gibt es auch noch ein paar andere, die das ganz gut machen. Und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier nochmal so ein Sequenzdiagramm und da ist der Benutzer drauf und da ist das LLM drauf. Und was der Benutzer hier machen muss, der muss einen Kontext zur Verfügung stellen. Ein Kontext ist die Beschreibung, was es sich handelt, wo bewege ich mich denn, was haben wir denn für einen Hintergrund. Und dann gibt es einen Task, eine Aufgabe, die kommt auch vom Benutzer. Das nimmt das LLM auf und dann gibt es diese One-Shot-Geschichte. Und mit One-Shot meine ich, das LLM produziert in einem Versuch daraus ein Ergebnis. Das ist so, als ob ich jetzt jemanden von euch den Auftrag gebe, eine Rede zu schreiben und dann setzt ihr euch hin aus eurem Kopf und dann schreibt ihr die Rede runter. Und dann gebt ihr mir die zurück. So, ihr könnt nicht zweimal oder so, nicht nachbessern, nicht nochmal durchlesen oder so. Ihr schreibt ihr einfach runter und gebt die zurück. Dafür ist es verdammt gut, was daraus kommt. Auf jeden Fall, das Resultat wird zurückgeliefert und dann muss der Benutzer ein Review machen. Und mein Punkt ist, um das zu benutzen, muss man Experte sein. Also natürlich kann man natürlicher Sprache was eingeben, aber man muss ja erstmal wissen, dass es Mermet gibt, ne? Und dass ich dann so ein Diagramm rauskriege. Und dann muss ich das bewerten können. Also ist das, was wir hier gesehen haben, ergibt es überhaupt Sinn? Ja? Also ich muss quasi ein Review darauf vornehmen. Und das sind alles Dinge, die einem Experten das Leben leichter machen, der ist dann viel schneller. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem Experte sein. Nichtsdestotrotz, es sind unglaublich mächtige Werkzeuge. Das ist richtig gut. Aber ich sage dazu immer First Generation. Dann gibt es die Second Generation. Beispiel hier in dem Fall, es ist GitHub Copilot. Gibt natürlich noch ein paar andere. Write Unit Tests for Dysfunction. Und ich markiere die Funktionen, ich habe keine Unit Tests. Dieses System, seid hier eine Verschiebung drin. Das bleibt hier zwar gleich, aber der Kontext kommt vom System. Das heißt, hier muss ich nicht mehr den Kontext selber zur Verfügung stellen. Das System weiß, in welchem Kontext es läuft. Das weiß, welche Programmiersprache benutzt wird. Es weiß, welcher Code produziert worden ist. Es kann basierend auf diesem Code Vorschläge machen. Es weiß, was ich programmiere. Und kann mir damit Dinge zur Verfügung stellen, die ich andernfalls selbst programmieren müsste. Das ist eine super Sache. Aber man muss immer noch Experte sein. Also vielleicht nicht mehr ganz so arg, aber am Ende des Tages muss man trotzdem Experte sein, weil das, was da rauskommt, muss man dann immer noch einsetzen können. Man muss wissen, was man damit macht. Man muss überhaupt erstmal verstehen, dass man das braucht, bevor man das dann kriegt. Man muss das auch wieder reviewen können und bewerten können, ob das Sinn ergibt. Also ich muss wieder Experte sein. Aber dieses Ding ist spezialisiert und es baut den Kontext selber und damit nimmt es mir unglaublich viel Arbeit schon wieder ab. Man spricht so von 50% Produktivitätsgewinn ganz grob, aber die Meinungen gehen da auseinander. Manche sagen, es ist auch nicht so. Manche sagen, es ist besser. Manche sagen, es ist insbesondere für Juniors gut. Und wenn es dann eben Seniors gibt, die vielleicht irgendwie Reviews machen oder so. Ich möchte es nicht bewerten. Das sind nur einfach das, was man so hört darüber. Wir benutzen es tatsächlich auch bei ein, zwei Leuten bei uns. Genau. So, zweite Generation. Und jetzt kommt die dritte Generation. 6.9. Also vor anderthalb Wochen oder so Größenordnung. Das ist der Replit Agent. Und dem Replit Agent, ich weiß nicht, Replit, weiß nicht, ob euch das was sagt oder nicht, das ist eine Plattform, die ist ein bisschen mit dem Hintergrund des Lernens ins Leben gerufen worden. Und auf der anderen Seite gibt sie uns aber einen Online-Editor am Ende des Tages, in dem man direkt Dinge ausführen kann, die werden direkt deployed, die werden dort kann man programmieren. Ja? Und die bauen eben diesen Agent. Und das Interessante ist jetzt, da oben steht eine Beschreibung. Und aus dieser Beschreibung, was wir denn haben möchten, baut der Agent eine Analyse vor und nimmt eine Planungsphase vor. Das heißt, mir werden Fragen gestellt. Brauchen wir für diese App, die wir hier oben schreiben sollen, brauchen wir da zum Beispiel eine E-Mail-Verification? Kann ich einen Haken setzen? Ja? Kann ich durchgucken? Das heißt, der Agent plant, was hier passieren soll. Dann sage ich Approve und dann codet er das. Wenn er es fertig gecodet hat, dann deployt er es.
Und dann kriege ich schön angezeigt und dann kann ich drin rumspielen und kann es benutzen. So, das ist die dritte Generation. Das kommt natürlich mit Einschränkungen, ist klar. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, ist jetzt so die Preview-Version ist so vor anderthalb Wochen rausgekommen. Das braucht noch eine Weile, bis es dann wirklich richtig, richtig mächtig ist. Es läuft natürlich nur in der Replit-Infrastruktur. Man kann es nicht dort einfach rausholen. Aber nichtsdestotrotz, wir kommen hier an einem Punkt, und das ist für mich die dritte Generation, wo ein komplettes Aufgabenfeld übernommen wird. Und wenn man sich das hier anschaut, ist ganz spannend, dann geben wir zwar noch einen Task, das ist der Prompt, aber der Kontext, das Planning, das Coding, die Evaluation, das kommt alles von diesem Agent-System. Wir haben hier keinen One-Shot mehr. Also der Unterschied ist hier, wir haben hier eine Agent-Architektur. Wir haben hier verschiedene Agents mit verschiedenen Aufgaben, die nacheinander eben dieses Ergebnis erzeugen. Ich kriege ein Result, ich muss natürlich nochmal ein Review machen. Beispiele dafür sind Replit, auch Octomind, Company, die wir gegründet haben, GitHub Workspaces. Das ist jetzt das Ganze, das sind die Dev-Tools. Es gibt aber auch Microsoft 365, ich glaube auch Copilot heißt das hinten dran, gibt es das für Prozessautomatisierung. Und es gibt was, habe ich den Namen dummerweise vergessen, was in die Richtung geht von HashiCorp, von IBM, wo es ums Deployment geht, von Terraform-Geschichten, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind auch ziemlich komplex. Und dort geht man auch in die Richtung. Und das ist für mich die dritte Generation. Das sind Tools, die tatsächlich ganze Aufgabenbereiche übernehmen. Und das hat natürlich, wenn das funktioniert, und es ist gerade in der Entstehungsphase, und eigentlich können wir davon ausgehen, dass es funktionieren wird, weil so viele dran arbeiten und das ja auch ganz gut aussieht, dann wird das natürlich große Implikationen haben. So. Und an der Stelle möchte ich kurz zeigen, wie das aussehen kann. Weil wenn man da so drüber spricht, ist das eine Sache, aber wenn man das sieht, ist das eine andere Sache. Und das Interessante dabei ist, wir sprechen davon, dass eigentlich jeder das machen kann. Also wir werden gleich sehen, wie wenig aufwendig das ist und was hinten rauskommt und was die Implikationen sind, dann kann man sich ein klein wenig besser vorstellen. Deswegen, falsche Richtung, legen wir jetzt hier in der Software, und ich sage gleich, was sie macht, legen wir jetzt ein Projekt an und schauen einfach zu, was das System macht. Recht viel mehr muss man tatsächlich nicht tun. Genau. So, wir geben dem Projekt einen Namen und eine URL. Die darf man sich allerdings nicht vertippen. Das ist ziemlich doof, wenn man sich vertippt. Stimmt. Vielen Dank. So, ich habe auch zwei Leute eingeladen, weil es ist eine Live-Demo, die dann klatschen, selbst wenn es schief geht. Weil die Sache mit den Live-Demos ist, man weiß nicht so genau, ob es funktioniert. Also wir werden es sehen. Gut, okay. Also, wir legen los. So. Ich glaube, das können wir verstecken hier. So. Lass uns das System einfach mal machen. So, was macht das System? Wir kümmern uns um QA. Das heißt, stellt euch vor, ihr seid Entwickler, ihr arbeitet in einem Team, ihr habt einen Release vor euch, ihr habt vielleicht noch ein paar Bugs, die ihr fixen müsst, ihr habt vielleicht noch ein paar Feature-Requests, die rein müssen, aber die Zeit läuft und das Release lässt sich vielleicht nicht verschieben und ihr müsst trotzdem sicherstellen, dass es tut danach. Und das ist meistens der letzte Teil, dass es tut. Das ist ein bisschen so nervig, so QA und so ein Zeug. Ja. Da hat man entweder eine ganz tolle Organisation, die sich darum kümmert, die dann wahnsinnig Stress kriegt, weil die Zeit so gering ist. Oder man muss sich selber darum kümmern. Und dann muss man eben sicherstellen, dass man keine Kunden verbrennt, keine blöden Kommentare kriegt auf Social Media, wenn es nicht tut, dass man keine Umsatzbeulen hat und Ähnliches. Und das Mittel dagegen ist natürlich Testen, Software-Tests. Und wir möchten das angehen. Wir kümmern uns darum, dass Tests erstellt werden können, einfach erstellt werden können. Und was wir eben gemacht haben, ist, wir haben ein Projekt angelegt auf einen Schuhladen. Ich weiß nicht, manche von euch kennen vielleicht Allbirds, das ist so ein Turnschuhladen. Und dieses System schaut sich jetzt diese URL an. Das heißt, es hat eine URL gekriegt. Die URL ist Kontext. Das System weiß, dass die Aufgabe ist, Tests zu erstellen, weil dafür haben wir es programmiert. Es ist also sehr spezialisiert. Es kann nur diese Aufgabe erfüllen und natürlich auch nur in dem Ökosystem. Und es ist natürlich begrenzt darauf, in unserem Fall, dass es webbasiert ist. Okay. Aber es hat jetzt die URL gekriegt. Es weiß damit, um was es geht.
Es schaut sich an, was man auf der Seite machen kann. Da kommt oben gleich dieser Page Purpose. Hier ist der erste Test Case rausgefallen. Es arbeitet weiter. Wir sehen es auch gleich visualisiert. Und wir schauen uns einfach an, was das System im Hintergrund macht. Mein Punkt ist, während ich hier erzähle und über was ganz anderes rede, arbeitet es dieses System daran, eine Qualitätssicherung vorzunehmen. Und jetzt machen wir einen Schritt zurück und überlegen das, was das für die Softwareentwicklung bedeutet. Und das ist der Teil, wo wir zum Flipchart übergehen müssen, weil ich nur einen Screen hier habe, der übrigens auch ausgeht, was uns gar nicht hilft. Jo, so, okay, also da müssen wir manchmal schieben. Und meine These ist, dass die Tools, über die wir sprechen, die werden am Ende des Tages jeden Aspekt der Softwareentwicklung beeinflussen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Und eine Sache, die wahrscheinlich ganz nett ist, wir werden weniger repetitive Arbeit sehen und wir werden mehr kreative Arbeit sehen. Ich hänge das hier mal auf. Weil, wir haben das schon mit GitHub gesehen, da gibt es eine ganze Reihe Aufgaben, also mit GitHub Copilot, die GitHub Copilot einfach für uns übernimmt. Wir müssen sonst selber Boilerplate-Code schreiben, wir müssen sonst selber diese Unit-Tests schreiben, wir müssten selber uns den Kontext zusammensammeln. Und das sind einfach Sachen, die dieses System für einen übernehmen und stattdessen kann sich der Entwickler oder die Entwicklerin auf die eher kreativen Dinge konzentrieren, was ja eine schöne Sache ist. So. Hier übrigens, wir haben das erste Set von Tests fertig und jetzt werden hier die nächsten Tests erstellt. Genau. Dann haben wir noch so einen anderen Aspekt, den ich auch ganz spannend finde. Wir werden uns mehr um Supervision kümmern müssen, also um Überwachung. Das Aufgabenfeld shiftet sich so ein bisschen. Das heißt, anstatt dass ich die Arbeit selber mache, muss ich danach gucken, ob das, was das Ding jetzt hier bastelt, ob das auch Sinn ergibt. Das heißt, damit verschiebt sich die Rolle so ein bisschen vom Tun rein ins Überwachen. Wir können dann nachher mal reingucken, das baut jetzt hier so fröhlich Testcases vor sich hin, ob die Dinge auch was taugen. Vielleicht tun sie es, vielleicht nicht. Wir hoffen natürlich, dass sie es tun, aber am Ende des Tages muss das irgendjemand überprüfen. Und das ist ein neues, großes Aufgabenfeld, was kommt. Genau. Und das ist, glaube ich, von der Charakteristik her, hat es schon Auswirkungen. Ja, wir kriegen jetzt hier auch dann die Screenshots rein und das System simuliert einen Benutzer und geht quasi über die Seite und versucht eine Aufgabe zu erfüllen. Also hier irgendwie suchen eine Produktkategorie. Die Tests hat es übrigens selber vorgeschlagen, das heißt, ich muss ja auch keinen Testplan machen. Das System schaut sich an, was es testen würde auf der Seite und dann setzt es auch gleich um und wir können ja zugucken, wie es das macht. Wir haben ja ein paar mehr von diesen Dingern, also wir können die anderen auch anschauen. Da sind noch ein paar andere drin und dann macht es dann halt was anderes. Also hier soll es irgendwas in den Shopping-Cart legen. So, das wären jetzt Tests, die wir auch schreiben würden. Was hier auch kommt ist, wir haben New Types of Work, habe ich mal aufgeschrieben. Und damit meine ich, dass wir neue Fähigkeiten erlernen müssen. Wir müssen erlernen natürlich, wie man mit solchen Tools umgeht. Wir müssen verstehen, für was man solche Tools sinnvoll einsetzen kann. Wo sind die Grenzen von den Tools? Wo mache ich es dann doch besser selber? Ja? Das sind Fragestellungen, die man hat. Hier kommen dann auch die typischen AI-Themen rein. Hier müssen wir uns vielleicht um Datenanalyse mal kümmern oder und solche Sachen. Und das kommt natürlich zu den klassischen Programmierskills dazu. Von denen werde ich ein bisschen weniger machen, aber dafür kommen diese neuen Aufgaben und Tätigkeiten dazu. Ich glaube auch, wir werden neue Teamstrukturen sehen. Das heißt, ich glaube, das hat sogar eine Auswirkung darauf, wie wir Teams gestalten. Weil wenn ich ein System wie dieses habe, wenn wir jetzt mal für eine Sekunde annehmen, dass es das tut, was es tun soll, dann bedeutet das ja, dass sich jemand darum nicht kümmern muss. Weil das macht ja das System. Man muss das zwar übersehen, aber man muss sich darum nicht direkt kümmern. Das heißt, man muss ja auch diese spezifischen Skills nicht erlernen. Und das wiederum bedeutet ja dann, dass wir wahrscheinlich Teams kriegen werden, die mehr aus Generalisten bestehen und die sich weniger in diese Randbereiche reinstrecken. Und das wiederum hat ja dann unterschiedliche Auswirkungen. Für eine Chaos-Company-Perspektive ist das eine super Sache, weil jetzt habe ich Teams, die ich flexibler einsetzen kann. Vielleicht hat es sogar zur Folge, dass ich aufgrund solcher Systeme, insbesondere natürlich aufgrund der Coding-Tools auch, dass ich vielleicht weniger Onboarding brauche.
Vielleicht fällt es leichter, in ein Team, was existiert, einzusteigen und Aufgaben zu übernehmen in dem Bereich, weil ich mich ja auf solche Systeme verlassen kann und die mir helfen, die Sachen zu machen. Vielleicht brauche ich viel weniger spezifisches Wissen. Und das hätte dann schon einen signifikanten Impact. Und dann gibt es hier noch einen, hier läuft übrigens jetzt ein Testreport. Das heißt, er hat jetzt diese 4 Testfälle erstellt und jetzt führt er diese Testfälle aus und guckt, dass es auch tatsächlich tut. So. Was ja auch passiert, spannend, wenn ich ein AI-System habe, was mir coden hilft, und es kann es ganz besonders toll in TypeScript, aber nicht so gut in Erlang, was wird dann passieren? Keiner wird Erlang benutzen. Alle werden TypeScript benutzen. Weil ich habe ja eine vielfache Penalty, wenn ich dann ein exotisches System verwende. Weil nicht nur, dass ich keine Leute finde, die das programmieren können, ich habe auch keine AI, die mir dabei hilft. Wenn ich aber ein Standardsystem nutze, was hier in der breiten Masse unterstützt wird und gut unterstützt wird, dann gibt mir das den Produktivitätsboost. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine Unification von der System- und von der Tool-Landschaft sehen, von der Technologie sehen. Wir werden wahrscheinlich uns auf einige konzentrieren. Oh, schlecht. Danke. Vielleicht hätte ich das ausschalten sollen, ne? Okay, kommt gleich wieder. Da ist es wieder. So, der macht weiter hier. Und am Ende kommt ein spannender Punkt. Less specific knowledge. Es geht natürlich auch ein bisschen in den Teambereich rein. Aber was ich hiermit eigentlich meine ist, der ist jetzt fertig mit seinen Tests. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt weitere Testcases erstellen. Das können wir mal eben schnell machen. Das heißt, wir haben hier einen netten Testreport. Da können wir reingehen. Da können wir gucken, was er macht. Interessant. Okay, wie viele Schritte hat das Ding? Er lädt. Gut, sehr gut. Der hat sich über die Seite bewegt. Er hat was in den Shopping-Cart gelegt. Wunderbar, da ist es drin. Sehr gut, okay. Das gefällt mir. Ich hätte jetzt aber gerne noch, das sind meine Testcases hier. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar weitere Testcases. Wir haben hier Few Product Details. Ja, zum Beispiel den hier, das ist doch gut. Ich klicke hier einfach mal drauf und dann schlägt er mir noch weitere Testcases vor. Führt den erst aus und dann macht er die nächsten. So, was ich hiermit sagen wollte, less specific knowledge. Replit hat gesagt, dass es ganz spannend ist. Sie haben Leute auf ihrer Seite, in ihrer App, die sie gar nicht erwartet hätten, dass sie dort sehen. Das heißt, sie haben plötzlich Leute von Finance dort, okay, technisch versierte Leute, aber Leute aus eigentlich fremden Bereichen. Sie haben Leute von Backoffice, sie haben Leute von Product, die plötzlich dort in der Lage sind zu programmieren. Und das ist ein sehr interessanter Vorgang. Und wir sehen es übrigens auch bei uns, wenn man so ein System anbietet, sieht man plötzlich Leute, ganz komisch, die sich mit ihrem Handy anmelden und dann mit ihrem Handy anfangen, Testcases zu erstellen. Hat jemand schon mal Ende-zu-Ende-Tests auf einem Handy geschrieben? Das ist ziemlich schräg. Auf jeden Fall, wir sehen Leute, die wir zuvor nicht gesehen haben. Das heißt, wir adressieren neue Zielgruppen. Wir adressieren Leute mit viel weniger technischem Wissen, die plötzlich solche Systeme benutzen können. Und damit öffnen wir diese Technologie. Der macht hier weiter. Genau, und das ist eigentlich meine Schlussfolgerung ist hier. Wenn wir die haben, dann wird Software Engineering für die breite Masse zugänglich. Mit viel weniger Wissen, mit viel weniger Vorwissen. Und es wird ja noch, wir können ja davon ausgehen, wenn die Entwicklung voranschreitet, und wir sehen große Fortschritte in dem Bereich, dass das, wenn die Systeme immer besser funktionieren, dann wird es auch immer einfacher, die zu bedienen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich dieses Hintergrundbild hier habe. Das ist nämlich Polaris Dawn, das ist die SpaceX-Mission. Und das einzige Spannende an dieser Mission ist, abgesehen davon, dass irgendein Milliardär sich leisten kann, ins All zu fliegen, die Person, die da aussteigt, ist kein Astronaut, also kein ausgebildeter Astronaut. Das ist eine Person, die hat natürlich davor sich die Systeme angeschaut, aber man ist mittlerweile in der Lage, als Amateur eine Rakete zu bedienen und dann auch noch im All auszusteigen. Und das dokumentiert eine Sache, den Fortschritt der Technik. Wie viel einfacher das wird, Dinge zu tun. Und genau das Gleiche gilt in unserem Bereich. Und deswegen werden wir deutlich mehr Software-Ingenieure in Zukunft haben, als in der Vergangenheit. Besten Dank.